Heute nicht ganz so das optimale Wetter, aber Sportfreunde machen das Beste draus. Wir feiern heute 70 Jahre Universitätssportverein Halle und natürlich nicht zu vergessen der Wochenspiegel. Der Wochenspiegel unterstützt natürlich auch diese Aktion 70 Jahre insoweit, dass wir heute dabei sind, dass wir auch interessantes Material mitgebracht haben. Unser neues Programm, das nennt sich Kids Day, das heißt auch ein Magazin für die Familie hier aus Halle und Umgebung. Wir haben heute auch interessante Sportarten, die man auch so gar nicht kennt. Zum Beispiel haben wir Lacrosse, wir haben Floorball. Floorball hat mittlerweile fast 170 Mitglieder, eines der stärksten Sektionen des Universitätssportvereins, also eine ganz tolle Zahl. Der USV selber hat über 3250 Mitglieder, das ist gigantisch. Wir haben Sportarten und Sektionen, da muss man einfach auch mal nachlesen, was ist es eigentlich. Und der Wochenspiegel hat heute auch eine Menge Gespräche geführt mit vielen Sportlern oder die, die es werden wollen. Und wir freuen uns über alle, die sagen, wir entscheiden uns heute für eine Sportart und sind dabei beim nächsten Mal. Es ist das erste Mal, dass wir diesen Kids Day veranstalten und ich glaube, ich hoffe auch, dass wir das auch fortführen werden, auch 2020. Von daher ist das alles toll geworden heute. Unser Vorsitzender, der Andreas Silbersack, ist total happy und wir erwarten heute auch noch den Innenminister von Sachsen-Anhalt und das zeigt natürlich auch den Stellenwert, den der Sport bei uns im Land hat. Von daher, wir freuen uns auch auf das nächste Jahr.